Golf Tours wird Ihnen präsentiert von Simatic. Das ist eine Geschichte von Männern und Land. Männern mit sehr viel Land, mit Macht und Einfluss. Einige von ihnen treffen sich seit 40 Jahren jeden Donnerstag zum Fischessen. Grundlage ihres Reichtums war eine Vielzahl von riesigen Plantagen. Heute ist das Geschichte. Die einstigen Felder wandelten sich in ausgedehnte Golfanlagen. Und es ist die Geschichte von Männern, die noch vor 150 Jahren kein Land besitzen durften und ohne Rechte in Unfreiheit lebten. Fern ihrer ursprünglichen Heimat entwickelten diese Männer eine reichhaltige Kultur, eine eigene Sprache. Heute leben sie von Kreativität und Einfallsreichtum und der künstlerischen Reflexion ihrer Geschichte. Alle Männer eint, dass sie in einer Landschaft leben, deren Natur sie lieben. Sie gibt ihnen ihre Identität und ein Zuhause in South Carolina. Ihre Linien schmiegen sich förmlich an die sanft geschwungene Flusslandschaft. Die Ravenel Junior Bridge spannt sich 4 Kilometer weit über den Cooper River. Sie ist unser Eintrittstor nach Charleston, eine der größten Städte im Low Country von South Carolina. Die typischen Charleston Single Houses. Sie haben meist eine schmale Seite zur Straße hin. Die breite Seite erstreckt sich nach hinten. Es geht aber auch eine Nummer größer. Das Hotel Charleston Place. Die Prunktreppe zeugt vom Reichtum der Südstaaten. Die stilvoll eingerichteten Zimmer. Behaglichkeit und Komfort stehen immer im Mittelpunkt. Wenn man vor dem ersten Abschlag richtig Geld loswerden will, kein Problem. Hier fällt es eher schwer, nichts auszugeben. Berühmte Persönlichkeiten der Stadt Charleston. Unter ihnen Jonathan Green. Wir werden ihn später treffen. Hier sieht man noch einmal sehr gut die schmalen Seiten der Single Houses zur Straße hin. Fahrt zurück über den Cooper River zum Patriots Point Links Golf Club. Und stets begleitet uns die Brücke. Vielleicht auch als Symbol, dass Golf eine Brücke sein kann zwischen Menschen, Nationen und den verschiedenen Mentalitäten weltweit. Und natürlich auch zwischen den Generationen. Hier übt eine junge Golfschulklasse. Der Schwung sah doch schon mal prima aus. Die Treffsicherheit kommt schon noch. Ob sich der Schläger auch als Hacke gebrauchen lässt? Papa weiß, wie es geht. Das Wasser zieht die Tiere an. Hier eine Gruppe von Pelikanen und die obligatorischen Entchen. Wir machen eine kleine Pause. Shopping steht auf dem Programm. Dazu geht's zurück nach Charleston. Die George Street entlang zur King Street mit entspanntem Südstaaten-Flair. Herzlich willkommen bei Ben Silver, der erste Herrenausstatter am Platz. Nur wenige Häuser weiter, Croggins Jewelbox. Und wer einen Abstecher in die Vergangenheit machen will, kehrt ein bei Berlin Furniture und bestaunt die dort ausgestellten Antiquitäten. Wir
sind wieder im Patriots Point Links Golf Club. Der Club liegt gleich am Hafen von Charleston. Hier weht einem Reiseluft in die Nase. Die ständige Brise kommt vom nahen Wasser. Loch 17. Das Signature Hole mit dem typischen Schiff im Hintergrund. Wir haben Glück. Es kommt sogar noch ein historischer Schoner vorbei. Patten am Loch 17. Mit der Natur hautnah im Rücken. Zunächst ein Pelikan im Sturzflug auf Fischfang. Und dann ein Delfin, der gemächlich nach Luft schnappt. Irgendetwas hat die Vogelkolonie auf der Sandbank aufgescheucht. Zeit für den nächsten Ausflug. Es geht zur Middleton Place Plantage. Die Familie Middleton begann schon im 18. Jahrhundert damit, die Reisfelder zu einem ausgedehnten Landschaftsgarten umgestalten zu lassen. Damit zählt dieser museale Garten zu den ältesten in den USA. Hier treffen wir den Maler Jonathan Green wieder. So ein Foto hatten wir ja schon im Hotel gesehen. Das hier ist ein Ort, den ich gern besuche. Die schönen Gärten, den Ashley River und die Reisfelder. Die Reisfelder sind ein fester Bestandteil meiner Geschichte, der USA und des Staates South Carolina. Die Reisfelder und die Arbeit der Sklaven stehen auch im Mittelpunkt seines künstlerischen Schaffens. Hier sehen wir zunächst die Abbildungen der Schautafeln des Museums. Später werden wir Green in seinem Atelier besuchen und uns von seinen bunten und ausdrucksstarken Bildern begeistern lassen. In solchen Häusern wohnten einst die Sklaven. Der Butterfly, eine Anlage, die in 10 Jahren von 100 Sklaven errichtet wurde. Jonathan ist stolz auf die Leistungen seiner Vorfahren aus dem Volk der Gallas. Musik und Kultur, die die Gallas hier schufen, haben die amerikanische Kultur wahrscheinlich am meisten geprägt. Und die Gallas haben genau hier, in dieser Gegend von South Carolina, gelebt. Vorläufiger Abschied von Mr. Green. Es geht zurück in die Stadt, denn nach dem langen Tag mit seinen vielen Eindrücken plagt uns der Hunger. Suche nach etwas Gutem zu essen. Im Hotel Charleston Place werden wir fündig, denn dort kocht Michelle mit Leidenschaft. Es gibt einen Crab Cake, einen Krabbenkuchen. Das Restaurant des Charleston Place. Speisen in gediegener Atmosphäre. Der dezente Jazz lässt uns entspannen. Thank you.
Wer es musikalisch etwas deftiger liebt, für den ist das Halls Chop House mit dem Gospelchor ein absolutes Muss. Man kennt sich. Chef Tommy Hall begrüßt jeden Gast persönlich. Zeit, die nächste Station zu besuchen. Es geht nach Kiowa Island. Der weitläufige Sandstrand von Kiowa. Wir lassen uns treiben und schauen einfach nur zu. Strandspaß und Wasserfreuden. Auch die Natur hier strahlt die Ruhe und Gelassenheit der Südstaaten aus. Inmitten der üppigen Flora und Fauna das Kiowa Golf Resort. Es umfasst 5 Golfkurse. Der Ocean Course ist der bekannteste. Er wurde 1991 von Pete Dye für den Ryder Cup gebaut. Die Natur schaut zu. Weniger interessiert am Golf, in der Sonne dösende Alligatoren. Ein klassischer Linkskurs. Der steife Wind ist ständiger Begleiter. Die erfahrenen Spieler wissen, wie er ins Spiel kommt. Von fast jeder Stelle bieten sich wunderschöne Blicke auf Atlantik und Strand. Hier gehört es zum guten Ton, den Platz zu Fuß abzumessen. Die meisten Spieler mieten deshalb kein E-Card. Allerdings muss man seine Ausrüstung dann selbst schleppen. Caddies können aber beim Tragen helfen. Eine gute Investition, denn die Caddies kennen den Platz wie ihre Westentasche und geizen nicht mit guten Tipps. Hinten am Horizont sind luxuriöse Villen zu sehen. Man kann sie als Unterkunft mieten, manche stehen auch zum Kauf. Wer es ganz bequem will, der checkt einfach ein. Das Sanctuary Hotel wartet auf mit großem Luxus. Sehr bequemen Zimmern. Und mit dem obligatorischen wunderschönen Blick auf den Sandstrand. Roger Warren hat sich Zeit für uns genommen. Der Manager weiß alles zur jungen Geschichte von Kiowa. Was Kiowa Island so einzigartig macht, ist, dass die Entwickler sehr mit der Sache verbunden waren. Sie arbeiteten sehr hart, eine Balance zwischen dem Resort und gleichzeitig der wertvollen Natur der Insel zu erhalten. Und Pete Dye, der Erbauer des Golfkurses, ist ein Genie. Denn er hat dem Ocean Course ein Design gegeben, das es Spielern jeder Spielstärke ermöglicht, ihn mit Vergnügen zu spielen.
die Bahn 17. Dezenter Anflug auf das Signature Hole. 202 Meter misst diese Bahn. Blick vom Championship Tee, von dem aus die Spieler das Ryder Cup abschlagen. Und jetzt vom vorderen Tee. Was für ein Abschlag! Zum guten Schluss die Bahn 18 mit dem Clubhaus, das schon darauf wartet, dass wir gleich einkehren werden. Wohlverdiente Pause nach einem herrlichen Golftag. Entspannen im Pro-Shop des Clubhauses. Hier finden sich die Trophäen und Beweise, dass man auch wirklich da gewesen ist. Zurück im Hotel Sanctuary. Auch hier darf ein gut sortierter Pro-Shop nicht fehlen. Golfmode unaufgeregt, qualitätsvoll. Und wenn Sie zu lange auf dem Platz waren und sich Ihre Partnerin vernachlässigt fühlt, die passenden Blumen gibt's nebenan. Träumen Porzellan hält dieses Geschäft bereit. Die einzige Galerie auf Cuba Island, natürlich auch im Sanctuary. Hier finden wir auch ein Bild eines inzwischen alten Bekannten, Jonathan Green. Und hier ist der Meister selbst in seinem Atelier in Charleston. Dieses Buch wurde 1996 von der Universität South Carolina herausgegeben. Es ist eine Sammlung aus einer 10-jährigen Periode und enthält etwa 30% meiner Arbeiten. Es gibt einen Einblick in meine Herkunft und meine Kultur. Hier eine Serie aus dem Jahr 2000. Das neue Millennium feiert eher farbenfroh und optimistisch. Die Farbe des Wassers ist eine Reflexion des Himmels am frühen Morgen vor Sonnenaufgang. Die Sonne würde etwa hier aufgehen. Ich wollte aus dem Gras heraussehen, wie die Sonne aufgeht. Sein jüngstes Projekt, Schals aus Seide, bedruckt mit Motiven seiner Gemälde. Das Original heißt Firegrass und steht aktuell für $120.000 zum Verkauf. Das kommt ganz gut zur Abendgarderobe oder als Strandbekleidung. Aber man kann es auch an die Wand hängen, so etwa. Abschied von dem berühmten Maler und Fahrt zur Küstenstadt Myrtle Beach. Die Gegend gehört übrigens zu den am stärksten wachsenden Regionen der USA. Und wo viele leben, müssen sich auch viele vergnügen, zum Beispiel am Strand. Und hier die neue Attraktion von Myrtle Beach, das Skywheel. Und Myrtle Beach kann sogar mit einem Golf-Superlativ aufwarten. Hier gibt es die höchste Golfplatzdichte in den USA. Im Umkreis von 70 Kilometern sage und schreibe 120 Plätze. Darunter das Barefoot Resort mit seinem Pete Dye Kurs. Und weil hier alles groß ist, verfügt das Resort gleich über zwei Clubhäuser, jedes mit über 2700 Quadratmeter Fläche.
Das Barefoot Resort besteht aus 4 Championship-Kursen, die im Jahr 2000 geschaffen wurden. Es ist das erste Mal in den USA, dass 4 Golfkurse gleichzeitig erbaut und eröffnet wurden. Natürlich mussten dazu die 4 Golfplätze auch gleichzeitig gebaut werden. Und so sah die Riesenbaustelle aus. Fast ein Wunder, wie sich diese Mondlandschaft wieder in wunderbare Natur verwandelt hat. Wir haben nicht nur 4 Kurse, sondern auch 4 große Designs von Greg Norman, David Love III., Tom Fazio und Pete Dye. Jeder der Plätze hat eine einzigartige Charakteristik. Der bekannteste Kurs ist der Pete Dye-Kurs mit einer stolzen Länge von knapp 7000 Metern. Viele Bunker und durchdacht platzierte Wasserhindernisse fordern den Spieler bis aufs Äußerste. Typisch für die Anlagen von Pete Dye, geschwungene Fairways und erhöhte Grüns. Ein schwer zu spielender Kurs. Es ist wichtig, den Abschlag zu wählen, der dem individuellen Handicap entspricht. Hier hat sich der Kollege offenbar ein wenig überschätzt. Das Pete Dye Clubhaus, charmanter Südstaatenstil, rustikal luxuriös. Auch der gut sortierte Pro-Shop darf nicht fehlen. Der Weg führt uns wieder zurück nach Myrtle Beach, zum Broadway at the Beach. Hier wagen wir einen Sprung ins Haifischbecken. Das Ripley's Aquarium macht es möglich. Und hier steht die Welt auf dem Kopf. Wonderworks, das ist ein interaktiver Spaß für die ganze Familie. Digitale Unterhaltung schon für die Allerkleinsten. Wir sehnen uns wieder nach etwas mehr Ruhe. Deshalb geht es zur Caledonia Plantage und dem Fischhaus dort. Hier gibt es jeden Donnerstag ein ganz besonderes Treffen. Schon seit 40 Jahren ist das so. Der Jüngste im Club ist 48. Alles atmet hier Tradition. Das Fischessen wird vorbereitet. Heute gibt es Shad, einen heringsartigen Fisch. Der Rogen wird gekocht und mit Rührei angemacht. Das Fleisch des Fisches in Stücke geschnitten, paniert und frittiert. Als Beilage gibt es traditionell Grits, der Grießbrei ähnelt, und Kohl. In der Plantage wurden Indigo und Reis angebaut. Zuerst Indigo. Und das auf einer Anbaufläche von rund 400 Hektar. Seit 1706 wurde hier gepflanzt von den ersten Sklaven. 1935 ging die Plantage aus privater Hand an die Stadt Myrtle Beach. Und dann haben wir sie 1971 von denen gekauft. Wir hielten es zunächst als Fischresort. Dann aber haben wir entschieden, auch mal Geld damit zu verdienen und bauten einen Golfkurs. Das war 1993. Und hier ist er, der Golfclub Caledonia, stilecht mit Südstaatenauffahrt. Wir starten eine längere Tour. Sie führt uns zunächst zu den Brook Green Gardens. Auch dieser Landschaftspark war früher einmal Plantage. Auf fast 10.000 Hektar wurde hier Reis angebaut. Jetzt sind die Brook Green Gardens Naturschutzgebiet und Heimstatt eines Riesenparks von figurativen Skulpturen, gegliedert in mehrere Themenparks.
Zu verdanken haben wir den Park Archer Milton Huntington, dem Stiefsohn des Eisenbahnmagnaten Collis P. Huntington. Archer Milton ließ ihn errichten. Eröffnung war 1932. Es geht nach Greenville. Die Stadt hat knapp 60.000 Einwohner. Heute ist hier die Automobilindustrie wichtigster Wirtschaftsfaktor. Selbst BMW betreibt bei Greenville sein einziges Werk in den USA. Derzeit entsteht in der Stadt sogar ein internationales Forschungszentrum rund um die automobile Fortbewegung. Die florierende Wirtschaft hat der Stadt Wohlstand gebracht. Und so konnte man hier eine wunderbare Parklandschaft anlegen. Es gibt sogar künstliche Wasserfälle im Falls Park on the Reedy. Auch Greenville Downtown hat sich zu einem blühenden Stadtteil entwickelt. Für diese doch eher kleinere US-Stadt wirkt die Innenstadt erstaunlich groß und europäisch. Auch die Kneipenszene kann sich sehen lassen. Nachtleben in Greenville. Der Sound ist locker, cool und ungezwungen. Zum Beispiel mit der Mike Frost Band. Am nächsten Morgen. Es zieht uns wieder in die Natur. Fahrt zum Table Rock State Park. Mit seinen rund 12 Quadratkilometern ist er sehr klein, aber fein. Und das ist der Table Rock Mountain. Der Name spricht für sich, Tischfelsen. Im Park gibt es eine kleine Herberge. Von hier kann man seine Entdeckungstouren starten oder einfach nur zum Angeln gehen. Es gibt auch einen Naturpfad, den Carrick Creek Loop. Er ist rund 3 Kilometer lang und führt um 2 Bäche mit kleinen Wasserfällen. Es geht wieder zurück zum Low Country. Unser nächstes Ziel? Hilton Head Island. Die Stadt liegt wieder an der Küste und ist noch ganz jung. Erst 1983 wurde sie gegründet. Zunächst sehen wir uns im Umland um und staunen über die ruhige und schöne Natur. Diese muss auch schon den Ureinwohnern gefallen haben. Man kann hier Überreste von Siedlungen finden, die bis zu 10.000 Jahre alt sind. Ein Alligator döst in der Sonne. Die Wasserschildkröten scheinen keine Angst vor ihm zu haben. Nicht nur die Natur zieht in den Bann. Hilton Head Island ist eine der gehobenen Adressen für gutes Golfspiel. Das Westin Hotel auf der Insel. Frisch renoviert für 30 Millionen Dollar. Das ist gleich auf der Startseite des Hotels zu lesen. Es hat 416 Zimmer und bietet südlich dezenten Luxus mit schönem Blick auf den Strand. Die Anlage atmet Großzügigkeit. Uns zieht es wieder zum Golf. Es geht zum Palmetto Golf Resort, einem der Resorts hier. Bei diesem beliebten Golfresort kann es schon mal vorkommen, dass man ein wenig warten muss, bevor man loslegen kann. Hier ist es durchaus okay, das E-Card zu nehmen. Die Plätze sind weitläufig. 3 schöne und gut durchdachte Kurse kann man hier spielen. Wir entscheiden uns für den, der von Robert Trent Jones entworfen wurde. Er verläuft zunächst durch ein Waldstück. Und öffnet sich dann immer mehr zum Wasser.
Architektur und Landschaft bilden eine gelungene Synthese. Einer der zahlreichen Waterways. Dieser ist nicht nur gestalterisches Element, sondern wird auch gerne von Wassersportlern genutzt, zum Beispiel von den Kanuten. Wer lieber auf dem Land bleiben möchte, kann sich eines der vielen Räder mieten und damit über die Insel radeln. Tennis? Selbstredend. Das renommierte Tenniscenter von Palmetto Dunes. Doch wir bleiben dem Golf treu. Wieder zurück auf Kurs. Ein Reiher erhebt sich in die Luft. Er ist einer der typischen Vertreter der Tierwelt von Hilton Head Island. Und weiter geht es auf dem Kurs von Robert Trent Jones. Charakteristisch das harmonische Zusammenspiel von Wasser und Bunker, wie hier an Bahn 8, einem Par 3, dessen T-Shot Carry über das Wasser führt. Da der Kurs sehr offen ist und direkt am Meer liegt, kommt an jedem Loch auch Wind ins Spiel. Das Signature-Hole des Platzes ist das Loch 10. Eine Bunkerlandschaft, die auch einem passionierten Golfspieler das Fürchten lehren kann. Vom Grün aus hat man einen wunderbaren Blick auf den Ozean. Der Tag neigt sich dem Ende. Wir fahren zurück ins Westin Hotel. Am Pool lassen wir noch einmal unsere Drohne steigen. Sie liefert ein richtig schönes Bild von der Anlage. Hier kann man es sich gut gehen lassen. Oder man entscheidet sich für einen Spaziergang am Strand. Das Westin vom Wasser aus gesehen. Himmlisch geht es im Spa des Westin zu. Verschiedene Anwendungen mit Kräutern und Mineralien aus der Region stehen auf dem Programm. Jetzt möchten wir in die Geschichte von South Carolina eintauchen. Dazu geht es zum Coastal Discovery Museum. 400 Jahre alte Eichen begrüßen uns hier, dicht behangen mit dem typischen spanischen Moos der Südstaaten. Das Museumsgebäude. Die Ausstellung ist gut durchdacht und nimmt den Besucher mit auf eine Reise in die Vergangenheit. Ein Bulrush-Korb. Die besondere Fertigungstechnik brachten die Sklaven mit auf die Plantagen. Heute sind die einstigen Körbe der Armen ein einträgliches Geschäft. Das sind Michael und Dino, the Gullah's Elder Sweetgrass Artists. Das sind Feldkörbe, deren Fertigungskunst aus Sierra Leone, Westafrika, stammt und vor etwa 400 Jahren von afrikanischen Sklaven hierher gebracht wurde. Die Körbe wurden auf den Reisplantagen eingesetzt, um den Reis von den Schalen zu trennen. Aber man transportierte mit den Körben auch Feldfrüchte und Gemüse. Und hier die aktuelle Korbkollektion der beiden Kunsthandwerker. Die Korbflechtkunst hat bei uns Familientradition. Wir sind bereits die 7. Generation und wir versuchen, sie der nächsten Generation zu lehren.
Alle Materialien, die man hier sieht, sind aus der heimischen Region. Es sind alles natürliche Materialien, wie Sweetgrass, unser Hauptmaterial. Wir verwenden auch Bulrush, ein Salzwassersumpfgras, und schließlich Föhrennadeln. Das sorgt für Farbe und Kontrast. Als Bindematerial verwenden wir Palmwedel von der Palmetto-Palme, dem Staatsbaum von South Carolina. Abschied von den Korbflechtern. Unser Weg führt uns wieder zurück in die Stadt, genauer gesagt nach Harbortown, dem Hafenviertel von Hilton Head Island. Es geht vorbei an den typischen Wasserflächen hier, viele liegen gleich an der Straße. Alligatoren sind unsere treuen Begleiter. Er hier sonst sich gelangweilt. Unweit ein gelassener Kormoran. Freund Alligator hat heute keinen großen Hunger, oder? Das Harbortown Lighthouse. Der Leuchtturm wurde 1970 gebaut und privat finanziert. Jeder, der mag, kann hier hochsteigen. Aus 27 Meter Höhe bietet sich ein erstaunlich schöner Blick auf den Yachthafen. Die Uferpromenade. Das Leben genießen. Sehen und gesehen werden. Der Harbortown Golf Links Course des Sea Pines Resorts. Das Resort umfasst drei Kurse. Der Harbortown Golf Links ist der beliebteste. Der Par 71-Kurs wurde 1969 von Pete Dye gebaut und 2002 gründlich renoviert. Er ist anspruchsvoll zu spielen, denn die Fairways sind schmal und die Grüns meist klein. Bunker verschiedenster Größe und Tiefe runden den Kurs ab. Und hier die Bahn 13. Charakteristisch, der große und tiefe Bunker vor dem Grün. Neben den Bunkern spielt Wasser wieder eine wichtige Rolle bei der Gestaltung des Kurses. Den Pelikan hier freut's. Die Bahn 9 mit dem neu errichteten Clubhaus. Hier das Signature Hole. Es ist das Loch 18 und endet direkt vor dem Leuchtturm. Und hier der Blick zurück. Vom Leuchtturm in Richtung Abschlag des Signature Holes. Der Bunker vor dem Grün. Packen vor Marina Kulisse. Es geht zurück zum Ausgangspunkt unseres Besuches in South Carolina, nach Charleston. Und wieder empfangen uns die prunkvollen, ortstypischen Häuser. Wir erinnern uns, die Single Houses haben die schmale Seite zur Straße hin. Die Eingangstüre, die zur Straße zeigt, ist dabei oft nur Attrappe. Das Edmondston Alston House. Heute ein sogenanntes House Museum. Errichtet wurde es bis 1825 von Charles Edmondston, einem erfolgreichen schottischen Geschäftsmann. 1838 verkaufte Edmondston an Charles Alston, einen wohlhabenden Reisplantagenbesitzer.
Die Sammlung, die heute hier zu sehen ist, stammt zu 90% aus Familienbesitz. Die beeindruckende Bibliothek umfasst 2000 Bände. Drei Generationen der Familie Alston haben sie zusammengetragen. Vom Balkon aus ein historischer Blick. Dort ist Fort Sumter zu sehen. Hier begann am 12. April 1861 der amerikanische Bürgerkrieg. Heute ist Fort Sumter eine der touristischen Attraktionen der USA. Durch die Schießscharten öffnet sich der Blick auf Charleston. Auch wenn die Nordstaaten hier unterlagen, der Bürgerkrieg endete mit bekanntem Ausgang. Eine wunderbare Woche in South Carolina geht zu Ende. Wir haben einen Bundesstaat kennengelernt, der reich an Natur, Geschichte und Dynamik ist. Ehemalige Reisfelder und Plantagen, auf denen Sklaven geschuftet haben, sind heute Landschaftsparks zur Erholung oder Golfplätze. South Carolina, wir haben dich auch lieben gelernt und wir freuen uns auf ein Wiedersehen.